Drupal.org Infrastruktur. Also ich bin von dem Verein der Infrastrukturmanager. Deswegen mein Thema zu, Vortrag zu diesem Thema. Also exponentielles Wachstum haben wir. Das will ich gleich mal belegen. Bitteschön. Ah, das müssen wir wieder drehen. Das habe ich jetzt nicht mehr. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja. So, das ist also die Anzahl der Seitenabfragen seit ungefähr Ende 2006 pro Monat bis heute oder vielmehr gestern. Wir sind also angestiegen von ungefähr 6 Millionen auf ungefähr 16 Millionen in der Spitze dort oben. Das hier ist eine exponentielle Kurve, die ich da durchgelegt habe. Also exponentielles Wachstum, das kann man wissenschaftlich belegen. Ja. Das sieht sehr hübsch aus. Ich habe das jetzt mal verzichtet darauf zu extrapolieren, wo das in einem Jahr ist, aber das ist eine ganze Menge weiter oben natürlich. Nicht? Und es ist klar, wenn man also im Wesentlichen diese ganze Strecke haben wir jetzt mit einem, ähnlichen Server-Setup durchfahren. Da haben wir also von der Anzahl der Maschinen nichts dran geändert. Ja? Natürlich wurde in der Konfiguration sowohl der Webserver als auch der Datenbanken des Datenbankservers einiges geändert, aber im Wesentlichen war also bis hier, also da technisch so ungefähr dasselbe gewesen in grün. Also es ist schon erstaunlich, was man, wenn man wirklich muss, aus einem Server noch rauskitzeln kann. Ja? Also wenn man sich mal wirklich Gedanken machen muss, wo ist da jetzt das Bottleneck? Natürlich kann man auch einfach sagen, gut, ich gebe halt 10.000 aus und kaufe mir einfach einen dickeren Server, aber die Option hat man nun mal nicht immer. So viel also das exponentielle Wachstum hiermit wissenschaftlich belegt. So ging das los mit der Infrastruktur. Das war ab 2000 bis Herbst 2005 ein einzelner Pentium 3 oder so, auf dem sowohl Apache, PHP und MySQL alles liefen. Gehostet wurde das von Kurt Mannes, einem unserer frühen Mitglieder. Das war, irgendwann flog das dann aus allen Nähten und wir haben, sind mit dem Hut rumgegangen, haben gesammelt, wir haben innerhalb von 72 Stunden oder so 11.000 US-Dollar damals gesammelt und zusätzlich bekamen wir noch einen Datenbankserver von Sun gespendet, sodass wir dann auf einmal 4 Server hatten. So, was macht man mit so einem Server? Den kann man ja nicht unter das Bett stellen. Wir haben also auch verbessertes Hosting gefunden. Und zwar beim Open Source Lab der Oregon State University. Die haben eben dieses Open Source Lab, da sind auch andere freie Softwareprojekte gehostet. Debian hat das Server stehen, Mozilla, glaube ich, und alle möglichen. Da steht auf deren, kann man nachgucken, OS da, diese OSL da, .org kann man gucken, was die alles, mit wem die alle zusammenarbeiten, unter anderem eben auch uns. Und natürlich ist das auch an der Drupal-Website. Und dort stehen eben diese schönen Server herum. Das will ich mal gucken, gerade mal zeigen. Wie das aussieht. Ja, diesen hätten wir gerne. So sah das damals dann ungefähr aus. Also wir hatten hier Drupal 3 als CVS- und Mail-Server. Da oben war da einfach Round-Robin-DNS auf die verschiedenen Domains, die auf den beiden Servern hier gehostet waren. Wir haben, das ist so das Setup hier, nicht? Wir haben NFS, um diese ganzen hochgeladenen Patches zu verwalten. Dann ist eben hier hinten der Datenbank-Server gewesen, nicht? Das ist die Maschine von Sun. Und ja, das ist so ungefähr das. Wir haben ausgelagert irgendwann mal das Herunterladen von Drupal selber und den ganzen Contribute Modules, Themes und Übersetzungen auf den OSL FTP-Server, weil da hatten die uns drum gebeten, weil die dann irgendwie da besonders gute, dicke Leitungen dran haben. Und da haben wir das mal so hingedingst. So lief das ungefähr von 2005 bis neulich eigentlich noch.
Den APC-PHP-Cache, den haben wir allerdings erst im Frühsommer 2006 angefangen anzusetzen. Da haben wir gemerkt, die Zeit wird slow, wir sollten vielleicht mal einen PHP-Cache einsetzen. Das haben wir vorher nicht gemacht, weil wir nicht so gute Erfahrungen damit gemacht hatten. Wir hatten das auf dem alten Server auch schon probiert. Aber da ging es dann auf einmal, neuere Version oder so. Die Entwicklung schreitet ja fort. So, machen wir weiter. Da sind wir da. So, jetzt haben wir dann seit Sommer 2007, also seit ein paar Wochen, zusätzlich einen MySQL-Nebenrechner, also einen Slave, noch installiert. Also der Drupal selber kann damit nicht. Wir haben also mittlerweile läuft auf Drupal.org nicht mehr so die reine Lehre, was in Drupal angeht. Das sind also mittlerweile ein gutes halbes Dutzend Patche eingespielt worden, um die diversen Modifikationen, die wir da machen müssen, um die Seite am Leben zu halten, das zu ermöglichen. Unter anderem eben einen speziellen Patch, den uns ein User zur Verfügung gestellt hat. Wir überlegen noch, wie wir am besten die Möglichkeit, also Drupal auf mehreren Datenbanken laufen zu lassen, in Drupal 6 eventuell noch einbauen. Ich weiß nicht, ob das noch was wird. War das eine Frage? Oder? Ja. Viele, ja, das ist ja nicht unbedingt meine Entscheidung. Ich habe einige Sachen rückportiert, die eben in Drupal 6 schon drin sind. Und andere Sachen sind eben noch nicht drin, wie zum Beispiel eben dieser Replikationspatch, weil der so, wie er ist, auch nicht richtig nutzbar ist. Man muss entscheiden, der Patch funktioniert so, dass man, eben verschiedene Slave-Server hat und auf die dann eben die Abfragen verteilen kann. Nur muss man noch im Code selber definieren, welche Abfrage und wohin geht. Das ist etwas unschön noch. Das ist noch nicht, der Patch ist noch nicht gut genug, um ihn in Drupal 6 einspielen zu können. Ja? Das ist alles noch ein bisschen so. Gut, das hatten wir angeliefert, der ausgelieferten Webseiten, alle anderen Größen, genau, das wollte ich auch mal zeigen, die anderen Größen, wo haben wir so die anderen Größen, nehmen wir mal, da müssen wir auch wieder mal rotieren, das nehmen wir jetzt gleich richtig hin, das sind verschiedene Kenngrößen, die ja jetzt auch wieder, das geht jetzt hier etwas früher los, das geht im Jahr 2001 los, wobei das natürlich nicht so richtig beeindruckend ist, wirklich los geht es dann irgendwann hier, nicht? Verschiedene Sachen, die wir haben, ist ein bisschen unübersichtlich geworden. Ich will das ein bisschen auseinanderrufen. Also hier das Schwarze hier, was ein bisschen dahinter, das sind die Knoten. Also die schwarzen Sachen gehören dann, das gehört da drüben zu der Skala. Das ist also ungefähr bei 170.000 jetzt. Dann das Grüne, das ist die Anzahl der Nutzer. Das ist auch in der vergleichbaren Größenordnung. Dann die Anzahl der Kommentare ist bei über 200.000, bei 250.000. Projekte, das ist hier drüben auf der Skala, das ist also bei 1700 oder sowas. 1800 schon über drüber. Entwickler, Helfer und kommerzielle Entwickler, das sind so Kategorien, die Leute sich auf Drupal.org selber zuordnen können. Von daher ist das natürlich ein bisschen unzuverlässig. Das vergisst natürlich schon mal jemand, sein eigenes Profil da abzudaten und so. Diese Sachen steigen aber auch einigermaßen, obwohl man vielleicht fast sagen kann, dass hier ein bisschen eine Verflachung eintritt eher. Müssen wir mal einen Plot drüber laufen lassen. Nicht? Also Leute, die sich als Entwickler qualifiziert haben, als Leute, die im Forum helfen, Leute, die Fragen beantworten oder eben als kommerzielle Entwickler. Aber das ist auch schon eine ganze Menge an Leuten. Was wirklich auch schön anwächst, ist die Anzahl der CVS-Zugänge. CVS-Zugänge meint damit die Zugänge zu dem Repositoir für Module, die Leute selber geschrieben haben, nicht für Drupal Core, ja, falls jemand nicht vertraut ist. Dazu haben nur sehr wenige Leute Zugriff. Wir haben also seit Anfang des Jahres hier haben wir schon 50% mehr von diesen CVS-Zugängen vergeben. Also das ist eine ganze Menge und wir müssen uns das ein bisschen noch überlegen, wie wir das noch anders machen sollen. Vielleicht, das ist noch nicht so ganz optimiert. Und naja, also es geht also wirklich alles geht durch die Decke und ist klar, man muss da was machen. So, da wieder vorspulen. Alle anderen, ja. So, das ist das Problem.
sobald ich den Webserver wieder zum Laufen kriege, hauen natürlich die ganzen Datenbankabfragen, die Drupal so produziert pro Seite, hauen natürlich voll auf den Datenbankserver drauf, worauf der dann in die Knie geht. Das ist unschön, nicht? Natürlich ist dann die einzige Lösung, dann den Datenbankserver zu optimieren. Irgendwann ist man damit auch am Ende. Was haben wir so bisher gemacht? Wir haben einen PHP Opcode Cache, APC haben wir eingeführt im Frühsommer 2006. Das hatten wir schon. Verbesserungen an Drupal habe ich viele gemacht, bevor Drupal 5 rauskam, weil das war ja doch sehr erwartet worden, diese Release. Und da wollten wir sicherstellen, dass das wäre doch sehr peinlich gewesen, wenn wir das dann rausbringen. Und auf einmal bricht der ganze Server zusammen. Habe ich also vorher mal geguckt, kann man was machen. Und habe da noch ein paar Sachen gemacht. Drupal.org lief bis zu diesem Zeitpunkt und auch noch ein Stück danach auf dem MyESAM-Backend von MySQL. Und das hat einen Nachteil, wenn man also in Tabelle was reinschreibt, dann wird die ganze Tabelle gelockt. Da wird ein Schreibzugriff und auch ein Lesezugriff drauf verhängt. Und das stört natürlich, wenn andere Seiten oder andere Abfragen darauf zugreifen. Ein paar von diesen Logs habe ich wegbekommen, dann lief es wieder ein bisschen besser. Umstellung auf InnoDB, das ist jetzt nicht unbedingt eine Sache, die der Performance geholfen hat, sage ich mal. Um das mal vornehm auszudrücken. Alle meinten dann immer, ja, dann geht das Locking weg, dann ist alles viel schneller. Ja, Pustekuchen. Das Locking geht natürlich weg, klar, aber dafür ist natürlich InnoDB als solches relativ gesehen langsamer bei vielen Leseabfragen. Ist bei Schreibzugriffen ist es aber schneller, aber so viele hat man natürlich auch nicht unbedingt. Also, aber es ist natürlich, man hat etwas Transaktionssicherheit gewonnen und generell wird es als zukunftsgewandt begrüßt. Naja, haben wir das halt mal gemacht. Dann haben wir auch vor ein paar Wochen noch Squid eingesetzt als Reverse-Proxy vor den Webheads noch. Das hat auch ein bisschen was geholfen, auch wenn das Verhältnis von Treffer zu Nicht-Treffer bei dem Squid nicht so das Optimale ist. Weil einfach die Drupal-Webseiten sich so schnell ändern. Ja, man hat da einfach seitlich irgendeinen Blog die neuesten Forentopics und wenn alle 5 Minuten ein neues Forum-Topic da gepostet wird, dann ist halt, ein bisschen Essig mit Caching. Wir haben dann das RAM aufgestockt, 2 auf 4 bei den Webservers und von 4 auf 8 bei dem DB-Server. Das hat ein bisschen was geholfen. Bei den Webservern wollen wir auch noch mit dem Memcache-Daemon spielen. Das tun wir auch schon, das funktioniert aber noch nicht so richtig. Kann ich gleich mal ein paar Grafiken zu zeigen. Ich glaube, das ist vielleicht ganz instruktiv. Dann eben Master-Slave-Konfiguration auf Nebenrechner. Das hat ein bisschen was geholfen. Das Problem war nur, man glaubt gar nicht, dass MySQL hat auch Bugs. Ja? Es ist unglaublich, aber wahr. Und der gute Newton, das ist der Datenbankadministrator beim Open Source Lab, der sagt, die haben ihn schon alle ganz doll lieb, weil er ihnen immer schöne Bugs findet und er schickt wohl auch Patches. Da gab es dann immer ein Problem, weil das Problem ist, wenn der Nebenrechner dann auf einmal stirbt wegen Overload, weil irgendein Bug aufgetreten ist, dann kurz darauf haut es eben dann auch den Hauptrechner weg, weil der das alleine nicht mehr schafft. Wir haben diese Konfiguration so gemacht, dass an den Nebenrechner gehen die ganzen Pager, die ganzen gepagten Fragen und die Suchanfragen, also die ganzen schweren Abfragen, wo aber pro Seite maximal 1 oder 2 sind. Ja, die haben wir dem Nebenrechner gegeben. Ja, da ganz gut dran zu knuspern, aber es geht. Die ganzen anderen Abfragen, die machen wir eben auf dem Master-Server. Das Problem ist auch, wenn man zum Beispiel einen neuen Node erstellt. So, man funktioniert so, man drückt auf den Knopf und dann wird das in die Datenbank geschrieben. So. Und danach wird es aber wieder aus der Datenbank ausgelesen und angezeigt. Ja. Das bedeutet, man muss beides auf dem Master machen. Nicht? Man muss in den Master reinschreiben, klar, weil das ist so, ist der Master, ist klar. Aber wenn man jetzt zum Beispiel den Lesezugriff auf dem Slave machen würde, dann kann es passieren, dass, weil aufgrund von Network und sonstigen Sachen die Daten da noch gar nicht angekommen sind. Ja? Na, guckt man ziemlich dumm. Deswegen müssen diese beiden Abfragen auf dem auf dem Master laufen und darauf ist Drupal noch nicht ausgelegt. Das bedeutet, im Endeffekt müssen alle Node-Loads auf dem Master laufen. Und das skaliert natürlich schlecht. Ja, das
kann man also nicht verteilen. Also Dries hat das auch nochmal in einem Blogpost gestern oder vorgestern nochmal schön ja, bessere Rechner kaufen. Ja, das ist dann die Option, zu der wir uns dann auch durchgerungen haben. Das ging wohl nicht mehr anders. Wir wollen jetzt einen Dell 1950 oder so kaufen, der mit 2 CPUs und jeweils 4 Cores, also 8 Cores insgesamt. Das Einzige, was uns davon abhält, ist eigentlich die Frage, wie wir das Geld wann wohin überweisen. Also Geld haben wir, beschlossen ist es, nur es ist noch ein bisschen eine Umsetzungsfrage. Also ich sag mal, bis DrupalCon Barcelona sollte das Ding eigentlich in Betrieb sein. Dann würden wir diesen besseren Rechner als Haupt-, als Master-Server nehmen und dann den Sun-Server als Nebenserver und dann den... der andere, dieser Nebenserver ist sowieso nur geliehen vom Open Source Lab, die würden den dann zurückkriegen. Das ist so zumindest der gegenwärtige Plan und ich hoffe, dass das dann ganz gut klappt. Der würde dann auch noch etwas mehr RAM haben, der hätte ja 16 Gigabyte RAM. Das ist ganz nett. So, das war jetzt eigentlich das, was ich hier in blau habe. Jetzt gucken wir nochmal ein bisschen was. Mal gucken, ob ich das ein bisschen größer hinkriege. So live, was auf Drupal.org so läuft gerade. Live und in Farbe. Weiß ich noch nicht, ob man das sehen kann. Ja, das geht, oder? So, das ist jetzt last week. Nee, das ist ein bisschen nicht, was ich eigentlich will. Ich möchte mal das über die letzten 2 Jahre zeigen. Einfach mal, um sich eine Vorstellung zu machen, wie das da anfängt und warum man sich damit deswegen ab und zu mal die Nächte um die Ohren schlagen muss. Wo war denn hier noch Wasser? Ah, den Kasten. So, da sind wir ja. Das ist aber auch dummerweise noch der falsche Server. Das einigermaßen sehen. Ja, ich behaupte mal, das geht. So, nicht? Da ging es los. 2005. Da fehlt mal zwischendurch dann die Abdingsen. Hier haben wir dann irgendwann so um den Dreh haben wir den APC-Cache da eingeschaltet. Sieht man, ja, das hat den Web, das ist der Webserver. Drupal 2 ist einer von den beiden Webservern. Hat ihm ganz gut getan. Ja, ging die Last runter. Jetzt muss man sich das mal so merken. Das ist jetzt also Mitte April, wenn ich das richtig sehe, also über dem P gewissermaßen. Und hier ging es rund. Das ist auch so ein Problem, wenn man so eine populäre Website hat. Man hat einen Wahnsinns-Traffic von irgendwelchen Crawlern und Spidern, die da irgendwelche Websites wollen. Ja? Und es sind auch viele Crawler und Spider dabei, die da eigentlich gar nichts verloren haben. Unter anderem, das was wir jetzt wissen, setze ich seit letzter Woche noch eine IP-basierte Blockliste ein. Jetzt merken wir, also wir haben uns gemerkt, April haben wir uns gemerkt. Mitte April, so jetzt gucken wir, was auf dem Datenbankserver da zur selben Zeit gelaufen ist. Hallerei, die Waldfee. Da. Echt? Da ist am. Da sieht man jetzt gar nichts, komisch. Ich hätte mir eingebildet, man würde da was sehen. Naja. So kommt jetzt zum Beispiel der Einbruch her und dann der Gipfel danach. Der Einbruch, der kommt einfach daher, dass das Ding nicht in Betrieb war. Da. Das kann ich erklären. Ich hätte, was ich mir eingebildet hatte, ist, dass man da sehen würde, wie dann auf dem die zusätzlichen Abfragen, die durch den IPC-Cache ermöglicht worden sind, auf den Webserver durchgeschlagen, auf den Datenbank selber durchgeschlagen hätten. Aber das ist offenbar nicht der Fall. Irgendwie habe ich mich da wohl verguckt. Egal. Also jedenfalls, es geht also doch relativ übel hoch. Ab und zu wurde halt mal was gemacht, dann ging es wieder ein bisschen runter. Hier eben, wie ich schon sagte, habe ich ein bisschen was von dem Locking wegbekommen.
da ging es dann wieder ein bisschen, und da wurde dann hier wurde Drupal 5 released, ja, ging es hoch. Und dann, ja, es wurde immer schlimmer. Jetzt haben wir das ein bisschen wieder hinbekriegt. Also wir haben da mit dieser InnoDB-Umstellung und dem Master Slave Zeug, das hat nicht, das erzählt man mal eben so, man hat das umgestellt. Aber naja, es ist nicht so, dass das immer gleich funktioniert. Und also wir haben hier dann den Slave das kurzfristig mal machen lassen. Und deswegen ist das da einfach so niedrig, nicht? So, das ist jetzt, also ich mache das noch ein bisschen auf einen etwas freundlicheren Eindruck. Man sieht, es geht ja da hinten wieder ein bisschen runter, aber es ist natürlich trotzdem klar, dass es auf Dauer nicht, wenn wir das vielleicht mal auf die letzten 3 Monate oder so machen, das ist vielleicht ganz nett. So, ja, da war ja jetzt halt nicht im Betrieb da. Man sieht, es geht dann wieder ein bisschen. Wir haben es jetzt einigermaßen im Griff mit der Master-Slave-Konfiguration und wir hoffen dann, dass es durch das Kaufmann des neuen Servers noch verbessert wird. Das wäre sonst ein etwas teures Experiment. Mal gucken, was kann man hier noch Schönes zeigen. Diese ganzen Sachen verstehe ich eh nicht. Query Cache haben wir auch im Betrieb, bringt es nicht so wahnsinnig, weil eben sich doch sehr viel auch ändert, nicht? Also das ist ganz okay, aber was man noch zeigen kann, ach ja, was ich noch zeigen möchte, ist Memcache-Daemon auf dem Webserver. So, da haben wir den eingeschaltet, nicht? Wird auch ganz gut benutzt. Ich weiß nicht, warum er das nicht ganz voll macht. Dann da war noch irgendwas zu dem Thema. Ah ja, Squid kann man hier aussehen, nicht? Also das ist nicht so ganz optimal, so die Hits zu Mrs., das Verhältnis da, nicht? Das könnte besser sein. Aber es ist halt eine dynamische Anwendung und tja. Also ich sag immer, die Leute sagen immer, man müsste was machen, man müsste mehr Server kaufen und sowas, aber ich glaube, dass das wirklich das größte Potenzial, um noch an der Performance was zu verbessern, und wo ist ja auch viel gemacht worden für Drupal 6, ist in Drupal selber. Das ist also ganz klar meine Erfahrung. Man muss in Drupal selber was machen, man muss das etwas anders strukturieren, man muss mehr Caching einbauen und insbesondere, was man machen muss, meiner Meinung nach, ist es darauf zu achten, dass man nicht den Cache zu früh wieder invalidiert. Ja? Das ist zum Beispiel auf Drupal.org, ist dieser Page-Cache, der auf, wenn irgendjemand irgendeinen Blog hat, wo alle halbe Stunde vielleicht ein Kommentar gemacht wird, ja? Dann ist es ganz okay, wenn der Kommentar gemacht wird, den ganzen Cache einfach wegschmeißt. Ja? Aber wenn das auf Drupal.org, wenn man da alle halbe Minute einen neuen Kommentar hat oder so, dann ist es eigentlich nicht richtig akzeptabel, da den gleichen Cache wegzuschmeißen, weil der hat quasi einen höchst beschränkten Nutzen noch für Drupal.org. Der hilft vielleicht noch was auf der Frontseite, wenn man irgendwie Slashdot oder so am Werke ist. Ja? Ansonsten ist der auch für Drupal.org selber von eingeschränkten Nutzen, sag ich mal. Ja, viele. Also eigentlich, weil da haben wir nämlich gerade ein Riesenproblem. Wir versuchen nämlich, was Views cache, vollkommen unnötigerweise. Unnötigerweise? Ja. Ja gut, unnötiger Cache kostet ein bisschen Speicherplatz. Das ist nicht so tragisch, oder? Kostet ja nichts. Und ab und zu sagt dir dein MySQL-Server, oh, wir haben ein Table, ich glaube, da werden gerade 10.000 Zeichen oder so drauf abgelegt. Das ist ein MySQL-Bug, würde ich sagen. Da gibt es viele Leute, die das gleiche Problem und das ist vielleicht irgendein Problem in einer speziellen MySQL-Version. Ich hab davon gelesen, aber ich habe das Problem selber noch nicht gehabt. Und da ich keinen Zugriff auf das System habe, kann ich dazu wenig sagen. Und es kann schon sein, dass das irgendwo ein Problem gibt. Ja, muss man finden, das Problem, und fixen.
Grundsätzlich halte ich Cachen für sinnvoll, einfach weil es werden ja, also wenn man sich das mal anguckt, es gibt ja dieses schöne Devel-Modul, werden pro Drupal-Seite auf Drupal.org zum Beispiel leicht 500 Seiten SQL-Abfragen gemacht. Das kann vorkommen. Also 500 ist vielleicht ein bisschen üppig, aber 200 bis 300 ist nicht ungewöhnlich. Ja? Und es ist einfach Blödsinn, dass dann diese ganzen Abfragen für den nächsten Nutzer nochmal zu machen. Das ist alles ein bisschen. Da muss man also, ich denke, in Drupal selber gibt es da noch ohne Ende noch Sachen, die man dann noch machen kann. Im MySQL oder auf PHP-Ebene was zu machen, das ist dann alles eigentlich nur Nothilfe. Ja. Natürlich kann man da auch was machen, natürlich sollte man jetzt die Buffergröße beim MySQL richtig eingestellt haben und sowas, klar. Aber irgendwas, was in Drupal schon nicht richtig ist, das kann das dann nicht mehr reparieren. Ja. Was haben wir hier, den Memcached-Daemon? Was denn der Mist? Ja, das ist der Bytes-Used. Das sind mittlerweile so viele Grafiken. Ich habe da ein bisschen Logged in Users. Ah, da Hits and Misses. Auf irgendeinem Grund ist da irgendein ein fieser Spike da drin und deswegen sieht man das nicht. Also das ist jedenfalls. Das ist, da wird der Robert sicherlich nicht noch was zu sagen können bei seinem Vortrag. Nicht hier, so sieht das aus. Das könnte auch besser sein, finde ich irgendwie. Es gefällt mir noch nicht. Ja. Ja. Also wir haben bei Drupal.org jetzt ganz klar festzustellen, wir haben eine starke nordamerikanische Kundschaft gewissermaßen. Ab so, ich sag mal, hier, was hier so 5 oder 6 ist, wird der Server langsam. Ja, da ist, wo dieser Pickel ist, so bis um Mitternacht ungefähr. Oder um 11. So, dann ist dann, also da sind offenbar Europa und Nordamerika beide tätig. Ja, da merkt man, da ist diese Spitze. Danach sind die Europäer im Bett und die Amerikaner machen vielleicht auch nicht mehr ganz so viel. Da geht es dann relativ stark runter. Und wo man auch schön arbeiten kann, ist, wenn es hier in Deutschland morgens ist, so von 8 bis 11 oder bis 12 auch. Da kann man schön arbeiten, ist der Server schnell. Und ja, da ist dann alles gut. Aber ich hoffe jetzt wirklich mit dem neuen Datenbankserver, dass sich das dann etwas verbessert. Noch jemand fragen? War mal irgendwo die Rede davon, dass diese neuen Update-Funktionen und die Rückmeldung über die Ja. Aktualität, dass das für mehr Traffic sorgt. Und dann war aber gleichzeitig, dass das relativ wenig Auswirkungen hatte. Und dann hat man auch gedacht, wie wenig Auswirkungen sowas hat. Also ist wahrscheinlich relativ wenig. Ich habe jetzt mal die Statistik gesehen. Das waren, ich glaube, ungefähr 2.600 Sites, die da dieses Modul mittlerweile verwenden. Und ich weiß nicht, die machen, glaube ich, standardmäßig eine Abfrage pro Tag oder pro Woche. Was kann man konfigurieren oder sowas? Und wenn man mal pro Tag annimmt, sind das 2.600 zusätzliche Abfragen. Das macht den Kohl nicht mehr fett. Ich meine, klar, wenn das Modul jetzt populärer wird und so, ist aus gutem Grunde ist da schon eine andere Subdomain, glaube ich, einkonfiguriert worden, sodass man das gegebenenfalls auf einen anderen Server noch umleiten könnte, wenn das wirklich ein Problem ist. Aber die Abfragen sind nicht so tragisch. Naja, wenn es ein Problem wird, kümmern wir uns dann drum. Ja? Das ist einfach so, wir können uns nicht unbedingt ein Quality Assurance Team da leisten. Ja? Wir können das nicht alles vorher ausprobieren, weil so ein Traffic, das kann man nicht ausprobieren. Ja? Das ist einfach ein bisschen jenseits von Gut und Böse schon. Ja? Wir haben einen Alexa PageRank von 815. Ja? Da träumen andere Leute, haben andere ganz feuchte Träume drüber. Noch Fragen? Es Ja. gibt ja noch einige berühmte Webseiten, die also offensichtlich auch sehr populär sein müssen, mit Drupal inzwischen. Ja. Haben wir nicht diese Probleme, die Drupal selber hat? Ist da der Unterschied so groß? Oder gibt es von Da denen ist teilweise der Unterschied auch sehr groß, weil Drupal hat sehr viel Leute, die eben viel kommentieren und sowas. Es wird also sehr viel Inhalt erstellt. Ja? Also es werden zum Beispiel immer, wenn irgendein Patch-Review kommt oder so, dann kann es da, auf, werden da immer Sachen werden neu abgedatet und so. Das ist also, in der Art gibt es wohl noch nichts sonst so. Noch Fragen, wenn du irgendwas? Ich würde schnipsen. Also stehen schon auch in Kontakt mit anderen Websites, aber genau diese Probleme, die wir haben, haben die offenbar nicht.
Man muss auch dazu sagen, dass wir eben auch eine relativ ungewöhnliche Organisation haben. Wir haben dieses Projektmodul, was in diesem Umfang sonst niemand so einsetzt. Es gibt andere, als sie das einsetzen, aber das sind dann irgendwie so 5 Entwickler oder sowas. Ja? Das ist also und dieses Modul ist nicht so richtig durchoptimiert, sage ich mal. Da könnten ein paar SQL-Fragen, könnten da ein bisschen Liebe vertragen, aber ja, die Zeit hat halt auch keiner so mal eben. Ja? Um sich da mal hinzusetzen und das umzuhaben. Wir wollen das jetzt, eine Idee ist, dieses Projektmodul für die Version 6 dann auf Views umzustellen. Jetzt, ich habe da sogar meine Zustimmung gewissermaßen zugegeben, obwohl ich bei Views ein bisschen vorsichtig bin. Einfach weil ich die automatisch erstellte Datenbank abfragen, finde ich ein bisschen, bin ich skeptisch einfach, ja, wie gut die optimiert sind. Ja. Aber das Problem ist einfach bei dem Projektmodul, das hat auch eben so ein Query-Builder, der eingebaut ist, der ist schon seit 3-4 Jahren da drin und den versteht halt niemand. Ja? Und da macht sich eben auch niemand die Mühe, das zu optimieren. Wenn man jetzt ein Views-Ding will, dann haben dann gewissermaßen mehr Leute Interesse dran, den zu optimieren. Ja? Und von daher verspreche ich mir da dann etwas mehr Engagement. Weil es ist ja immer ganz, ganz schwierig, wenn man jetzt irgendwas hat, ja, ich hätte jetzt irgendeine Idee, man könnte drüber so und so schneller machen, ja. Es ist schwierig, jemanden dann dafür zu finden, ey, mach doch mal. Ja, das läuft im Endeffekt raus auf, dass wenn ich es wirklich will, muss ich es selber machen. Und das ist natürlich, mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Und von irgendwas muss ich fragen. Ja, dann sind wir auch gerade zeitig richtig fertig geworden. Ne? Erst um halb. Ja, gut, ich kann jetzt noch zum Spaß hier rumsitzen, aber wenn jetzt keiner mehr Fragen hat, dann machen wir trotzdem Schluss. Also, danke für die Aufmerksamkeit. If you've got a website, you need a system to manage your content, Drupal. If you want to build a web application, you've got to download Drupal. Drupal, 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 Drupal. Drupal, 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 Drupal. A website, you need a system to manage your content, Drupal. If you want to build a web application, you gotta download Drupal. Drupal, 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 Drupal.